Also mit dem 500-Euro-Schein. Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank entschieden, dass der große lila Schein bis Ende 2018 aus dem Verkehr gezogen wird. Wer solche Scheine besitzt, soll sie zeitlich unbegrenzt bei der Zentralbank umtauschen können. Generell dürften das allerdings nicht so viele Menschen sein. Die Mehrzahl der Bevölkerung, so wie ich auch, haben wahrscheinlich noch nie einen 500-Euro-Schein gesehen. Sie werden ihn auch in Zukunft nicht sehen. Denen ist es eigentlich relativ egal. Aber es hat eine psychologische Komponente, weil man fürchtet, jetzt würde Bargeld abgeschafft. Die offizielle Begründung für das Aus des Lila-Scheins ist, dass er oft von Kriminellen benutzt wird, um große Geldmengen unbemerkt transportieren zu können. Kritiker vermuten aber noch etwas anderes. So wird der EZB vorgeworfen, den 500er nur abzuschaffen, damit die Banken die vielen kleineren Scheine nicht mehr in ihre Tresore bekommen und das Geld dann gegen eine Gebühr zur EZB bringen müssen. Die Mehrkosten dafür wiederum könnten dann auf die Verbraucher abgewälzt werden. Als Ersatz sollen nun Milliarden 200er, 100er und 50er gedruckt werden, was weitere mehrere Millionen Euro kosten dürfte.